Herr Müller, was waren bisher die Herausforderungen bei der Planverifikation? Ja, wir haben es ja bei der modernen Strahlentherapie mit außerordentlich komplexen Plänen zu tun, Stichwort IMRT oder VIMAT. Und die Problematik ist nun zu überprüfen, ob diese komplexen Pläne auch wirklich so am Patienten ankommen, wie sie ursprünglich berechnet wurden. Ja. Um das zu machen, ist die Standardprozedur, dass wir den Patienten ersetzen durch ein Phantom, normalerweise durch ein homogenes Stück Kunststoff, in dem entsprechende Detektoren angebracht sind. Und die Problematik haben, dass wir den Plan jetzt übertragen müssen auf diese homogene Umgebung und nicht im realen Patienten mit seiner realen Anatomie messen. Als Antwort auf diese Herausforderung haben wir zunächst mal eine Software entwickelt, die es uns ermöglicht, eine Messung der eingestrahlten Fluenz, der eingestrahlten Felder zu assoziieren mit der Dosisverteilung, die im Patienten resultiert, indem wir seine Anatomie importieren in Form des CTs des Patienten und die resultierende Dosisverteilung sehr genau berechnen können in der Anatomie des Patienten. Das ermöglicht uns zum Beispiel zu überprüfen, ob das Ziel der Schonung von kritischen Risikoorganen wirklich in der klinischen Qualität erreicht worden ist, die wir verlangen für die Behandlung. Und was sind Ihre neuesten Lösungen? Das Neueste ist nun, dass wir weggehen von der Messung vor der Behandlung des Patienten mit einem separaten Messgerät. Wir haben das Messgerät jetzt verbunden mit der Bestrahlung. Wir können während der Patientenbestrahlung durch diesen Detektor hindurch den Patienten behandeln und es wird genau die Feldverteilung, die bei der Patientenbestrahlung appliziert wird, wird vermessen und wiederum verwendet, um die Dosis im Patienten zu rekonstruieren. Das heißt, wir ersparen uns auf diese Weise eine Verifikation vor der Patientenbehandlung, die normalerweise sehr zeitraubend ist, und wir messen tatsächlich die Feldkonfiguration, die aktuell am Patienten abgestrahlt werden. Und wie sehen die künftigen Herausforderungen aus? Künftige Herausforderung ist, den Patienten nicht nur als starres Modell zu betrachten, nicht nur als das Modell, was im Planungs-CT resultiert, sondern die aktuelle Anatomie des Patienten hier einzubeziehen. Stichwort sagt nur, die meisten Beschleuniger sind heute mit Cone-Beam, sogenannten Cone-Beam-CT-Geräten ausgestattet, sodass wir also auch unmittelbar vor der Bestrahlung die aktuelle Anatomie des Patienten bestimmen können. Stichwort eventuell Gewichtsverlust, Schrumpfen des Tumors, Ödeme und so weiter, die Anatomie beeinflussen, können dann auch einbezogen werden und die wirklich resultierende Dosis im Patienten über das gesamte Fraktionierungsschema hinaus berechnet werden. Weitere Grenze sind adaptive Szenarien, wo also auch die Bestrahlung dann angepasst wird an die veränderten anatomischen Gegebenheiten.